Graf Kalman Hunyadi de Keteli, der Gründungspräsident des Wiener Trabrennvereins, müsste sich zwar nicht gerade im Grabe umdrehen, mit Sorge dürfte er aber die finanziellen Nöte seines Vereins aus dem Jenseits schon betrachten. Ich glaube, wir haben mit den Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, jetzt beides getan, nämlich die unmittelbar anstehenden Probleme mit dem Sparpaket gelöst und mit einer künftigen Kooperationsvereinbarung, wo wir dabei sind, diese mit Frank Stronach auszuhandeln. Da sind wir gut unterwegs und ich rechne damit, dass wir das auch in den nächsten Wochen tatsächlich über die Bühne bringen. Und damit sollte auch wirklich eine wesentliche Weichenstellung für die Zukunftssicherung nicht nur der Wiener Kreau, sondern des gesamten Trabrennsports in Österreich möglich sein. Sparprogramm, Einsparungen, birgt das nicht auch die Gefahr, dass an sich der Level des Gesamten zurückgeht? Natürlich, in der Tat ist natürlich Pferderennsport etwas, was für die Besitzer sehr geldintensiv ist und daher ist es nicht unwesentlich, wie viel sie gewinnen können. Ich sehe dieses Sparprogramm, das sich auch natürlich, aber zum weitaus geringeren Teil auf die Rennpreise durchschlägt. Hauptsächlich heißt Sparprogramm intern in der Verwaltung und in der Abwicklung einsparen, ein bisschen auch bei den Rennpreisen. Aber ich sehe das als kurzfristige Maßnahme und rechne eigentlich damit, wenn es das österreichweite gemeinsame Wettsystem gibt, dass wir die Rennpreise wieder wesentlich erhöhen können. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass das so sein wird. Die Stars des 104. Hunyadi-Rennens sind der in Frankreich trainierte Schwede Klos Jetsi, gelenkt von Jos Verbeek. Der aus Bayern angereiste Seriensieger in Deutschland, Time of Change, mit Trainer und Fahrer Gerhard Bindl. Und die französische Spitzenstute Liberté. Die Vierjährige wird dem österreichischen Champion Gerhard Meyer anvertraut, der wegen einer Sperre von Libertés Trainer Philippe Allaire als Catchdriver engagiert wird. Ich war vor circa einem Monat in Canzimer an der Côte d'Azur und habe dort zwei Rennen gewonnen. Und dann ist ein Besitzer von einem Pferd, das ich mir damals gar noch nicht gemerkt habe, gekommen und hat gemeint, wenn er mal einen Fahrer braucht, ob ich zur Verfügung stehe. Und dann habe ich eigentlich lächelnd Ja gesagt und habe das wieder vergessen. Zwei Wochen drauf sind wir in Cesena und haben dort wieder ein Rennen gewonnen und dann ist derselbe Mann wieder da und fragt mich, ob ich für ihn das Hunyadi fahren würde mit einem Pferd namens Liberté. Und ich habe gemeint, ja, das kann man machen, das ist natürlich keine Frage und ich habe in diesem Rennen kein Pferd zu fahren und ich mache das. Und so hat sich das ergeben, ist ganz einfach. 2300 Meter Distanz, 10 Pferde aus 6 Nationen am Start. Ein Pferd aus österreichischen Ställen, aber es verabschiedet sich bald. Roy Bürben mit Manfred Strebel galoppiert vom Start weg und wird natürlich disqualifiziert. Somit setzt sich kurzfristig Pferd Nummer 1, Timberland aus Deutschland mit Harry Losse an der Spitze, wird aber bald bedrängt vom Favoriten Klos Jetsi, dem 8-jährigen schwedischen Hengst, gefahren wie gesagt von Jos Verbeek. Seine Fans nennen ihn den Hexer, der gefragteste Catchdriver in Europa. Vierfacher Sieger im Prix d'Amérique, dem bedeutendsten Trabrennen der Welt. Hier kommt der Belgier mit seinem Schweden, der sich offenbar in die Zunge gebissen hat oder sich mit dem Maul beim Start irgendwo angeschlagen hat, denn er blutet ein wenig. Aber seine Führung dauert nicht lange, schon kommt der Angriff von Time of Change. Dem Deutschen geht ein großartiger Ruf voraus, er hat in den letzten vier Rennen in Deutschland überlegen gewonnen. Am Anfang enorm hohes Tempo, jetzt bei der ersten Tribünenpassage drosselt sich das Tempo ein bisschen ein. Liberté mit Gerhard Meyer liegt in guter fünfter Position. Dahinter Erik Adielsson mit Pferd Nummer 9, ein Fahrertalent aus Schweden erster Güte. Jetzt geht es bereits in die Entscheidung und in der Schlusskurve setzt sich Time of Change mit Gerhard Bindl locker leicht ab. Ein souveräner Sieg zeichnet sich ab. Mit 9 Längen Vorsprung gewinnt schließlich Time of Change in neuer Rennrekordzeit und mit neuem Bahnrekord von 1:13,8. Zweiter wird der Italiener Byron Lord vor Hariano. Liberté vergibt mit einer Galoppade ein gutes Platzgeld.
Das ist ein ganz tolles Pferd und er hat so eine super Form jetzt gefunden. Er wird jetzt jeden Start besser. Das ist schon fast unheimlich. Also echter Seriensieger. Es war, glaube ich, erst der zweite Start im Ausland. Stimmt das? Nein. Er ist zweimal in einem bedeutenderen Rennen. Ja, das ist richtig. Ja. Er ist zweimal in Paris gelaufen. In den Niederlanden waren wir heuer schon, allerdings erfolglos. Und jetzt da ist es besser gegangen. Was bedeutet für Sie und für Ihre glückstrahlenden Besitzer ein Sieg im Hohenjordi? Das bedeutet sehr viel, weil es eines der wichtigsten Rennen Europas ist. Wenn es auch nicht mehr, also vom Geld her nicht so mit den französischen Rennen vergleichbar ist. Aber es ist einfach ein wichtiges Rennen, hat Holz. Gerhard Bindl. Der sechsjährige Deutsche war nach Time of Change mit Gerhard Bindl. Mit diesem Sieger dürfte wohl auch der Namensgeber des Rennens seine Freude haben.